So Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben da heute einen schönen BMW M4 F82 Competition mit OPF eigentlich ab Werk. Fahrzeug hat aber keine OPFs mehr. Okay. Also das heißt, Hauptcut ist Serie noch und Nachcuts sind auch noch drin. Aber bei diesem Modell sind Nachcuts und Partikelfilter in einem. Und der Kunde hat die Partikelfilter leeren lassen. Die Nachcuts in der gleichen Zelle sind aber noch drin. Aha, ja. Also wird's laut. Es wird sehr laut, weil der Kunde hat auch selber eine Stage 2 Plus geflasht über MHD, hat er uns gesagt, vor einigen Tagen. Mhm. Und wir werden jetzt gleich Akrapovic Catless Downpipes reinmachen. Yes. Das heißt, nach dem Umbau wird es extrem laut. Fahrzeug hat dann keine Hauptcuts mehr. Die entfallen. 2x400er Cut entfällt. Mhm. Die Nachcuts sind drin, aber die sind sehr, sehr minimal. Ne? Ja. Und die Partikelfilter, wie erwähnt, sind schon draußen. Krass. Ich hatte mit dem Kunden den Umbau vorher abgesprochen und hatte ihm gesagt, dass er definitiv vorher programmieren muss. Weil, wenn du den Partikelfilter entfernst oder, was ja nicht legal ist, muss man sagen, oder auch, wenn du schon die Catless Downpipes reinmachst, ist auch nicht legal, dann kriegst du halt Fehlermeldung bzw. Notlauf mit Partikelfilterentfall. Und deswegen musst du programmieren, um das zu unterdrücken. Ja? Ja. Machst du das nicht, kriegst einen schönen Notlauf, dann leuchtet die Bude von innen wie eine Kirmes. Ja. Und das wollen wir nicht. Beziehungsweise der Kunde. Hat der eine Auspuffanlage schon drauf, irgendwas? Weißt du das? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich weiß selber gar nicht. Also wie man sieht, ist der tiefer. Minimal. Anlage ist Serie. Anlage Serie, darf ja. Mal gucken. Ja. Aber gut, ich meine Serie bearbeitet, ne, wie erwähnt. Ne? Ich bin mal gespannt, wie sich das anhören wird. Also es wird mega laut, das kann ich dir sagen. Ja. Weil gleich, wenn wir fertig sind, hast du hier nur noch Nachcuts. Ja. Mehr nicht. Da ist kein Hauptcut mehr drin, da ist kein Partikelfilter mehr drin. Das ist schon krass. Stage 2. Stage 2 Plus von MAD ist drauf. Der Kunde hat auch schon Zeiten gemessen. Ne? Also von daher, ich würde sagen, das wird sich gleich richtig gut anhören. Machen wir mal einen Kaltstart und einen Kaltstart, Soundcheck, oder? Genau. Temperatur genug, aber da der jetzt gerade gestartet wurde, macht er die ersten 2 Minuten keine Burbles. Also. Die gibt er gleich erst frei, weil man darf nicht vergessen, das ist noch ein OPF-Fahrzeug. Auch wenn die Partikelfilter nicht mehr drin sind. Die Software weiß das nicht. Die Software weiß, genau, die weiß das nicht, dass sie raus sind. Und deswegen allgemein, wenn du den immer startest, hast du halt die ersten 60 bis 120 Sekunden keine Burbles. Ja. Gleich werden die freigegeben. Ah, jetzt. Bisschen, ne? Okay, das heißt, wahrscheinlich haben die beim Programmieren die Burbles so gut wie rausgenommen, ne? Oder halt nicht so extrem, weil du weißt ja selber, wenn die Leute anfangen zu programmieren, dann knallen die mal maximal Burbles rein. Burbles macht er nicht, ne? Ne, die Programmierung haben die wahrscheinlich ohne Burbles gemacht. Ja, ich habe die nur bis 3000 eingestellt. Das heißt, bis 3000? Alles über 3 Burbles. Ah, okay. Burbles hätte ich. Das auch raus. Können wir aber später klar schnell ändern. Ne, ist kein Problem. Das Video oder so. Wir lassen das so, wie es von dir gefahren wird, ne? Ja. Also hier haben wir die Catless Downpipes von Akrapovic. Schön ummantelt. Hitzeschutz. Das sieht so schön aus. Und sind halt Catless, ne? Mhm. Und somit kann die Hitze vom Turbo hier durch die Downpipes wundervoll raus bis in die quasi Abgasanlage, denn nach den Catless Downpipes, also wir haben jetzt hier, hier ist der Turbo-Auslass, mhm. Downpipe-Eingang hier oder Einlass und hier hinter fängt dann jeweils die Abgasanlage an. Da kommt dann ein Stück Rohr von der Abgasanlage. Und dahinter sitzen dann schon die Nachcuts zusammen mit Partikelfilter. Mhm. Ja, aber nur bei den OPF-Modellen ist das so. Bei den Nicht-OPF-Modellen sitzt hier nur der Nachcut. Wo? Nochmal? Quasi hier dahinter, ne, da kommt ein Stück Rohr und dann ist da der Nachcut. Mhm. Und dann hier auch ein Stück Rohr von der Abgasanlage und dann der Nachcut. Ja. Aber wenn du ein OPF-Fahrzeug hast, ab Baujahr 0618, dann ist da nicht nur der Nachcut, sondern in dem gleichen Topf ist Partikelfilter und Nachcut. Aha, ansonsten ist natürlich die Montagezeit von den Catless Downpipes
kürzer als die von, sagen wir mal, HJS. Mhm. Ja, weil bei HJS haben wir schon mehrfach gezeigt, sind natürlich die Cuts dicker. Du musst den Motor von unten anheben, sonst kriegst du die Cuts nicht rein. This product does not meet emission compliance warning equipment for street or highway use. Oh. Wagner Charge Pipes, haben wir gesagt, hat der Kunde schon drinne. Und hat mir ebenfalls gesagt, dass er schon vorsorglich Crank-Up gemacht hat. Crank-Up ist diese Kurbelwellensicherung, ne? Kurbelwellensicherung, genau, ja. Richtig, ja. Hat das Sinn? Diverse, also haben wir ja schon mehrfach erwähnt, ne? Es muss nicht immer was passieren, wenn du das hast oder nicht hast, ja. Es ist sicherlich nicht verkehrt, es zu haben und es zu machen. Wir empfehlen das, aber das ist so ein bisschen, hört sich blöd an, wie Lotto spielen. Bei vielen Fahrzeugen passiert gar nichts und die fahren alle über 700 PS. Mhm. Gibt es ja wirklich sehr viel. Die sogar mit Serienleistung, wo das halt, ich sag jetzt mal, passiert, ne? Dass die Kurbelwelle halt fliegen geht. Ja, und des Weiteren gibt es ja diverse Varianten davon. Ne? Früher haben ja viele sich für 70, 80 Euro diese kleine Sicherung geholt und haben gesagt, so, ich bin jetzt bulletproof. 800 PS und dann ist das Ding trotz dieser Mini-Sicherung fliegen gegangen. Ne? Und das ist definitiv nicht die Bulletproof-Variante. Ja. Es gibt zwar noch einen von Gintani, dieses Riesending. Ne? Ich bin auch kein Riesenfan von dem Riesen-Oschi, sage ich dir ehrlich. Mhm. Die Jungs von der Firma Speedtech in Düren, mit denen wir auch zusammenarbeiten, da schicken wir die ganzen Leute hin zur Kurbelwellensicherung. Die machen das sehr gut, muss ich sagen. Weil die verwenden so viel wie möglich Original-BMW-Teile. Und haben das Ganze noch ein bisschen modifiziert, ja. Ich will jetzt nicht deren Geheimnisse verraten, aber die machen das sehr gut. Speedtech Düren empfehlen wir auf jeden Fall. Es gibt sicherlich viele andere Firmen, die das auch genauso gut machen, ne? Ja. Aber wir arbeiten halt mit Speedtech zusammen. Und deswegen, genau, da haben wir schon sehr viele Fahrzeuge hinempfohlen und das werden wir auch weiterhin machen, weil die machen gute Arbeit. Und deswegen, Kurbelwellensicherung könnt ihr dort auf jeden Fall machen. Alles klar. Ne? Also, Serienanlage hier komplett. Und wie man sehen kann, sind halt diese zwei Töpfe bei den OPF-Modellen immer größer dimensioniert als bei den Nicht-OPF-Modellen. Ja. Warum? Weil du hast halt eine Phase mit Partikelfilter und eine Phase mit Nachcut. Mhm. Ne? Und deswegen sind die halt wesentlich dicker wie zum Beispiel ein M3, M4 ohne OPF-Abwehr. Ja, aber die sind jetzt ja leer, ne? Also die sind nicht ganz leer. Die Phase mit Partikelfilter ist raus. Aha. Aber der Nachcut ist noch drin. Ah, okay. Ist eine gute Variante. So hast du dann, wenn du es nicht gemacht, wenn er es nicht so gemacht hätte, hätte er theoretisch komplett straight. Mhm. So hast du noch einen kleinen Nachcut drin. Ist okay. Er hat wahrscheinlich Großes vor, denke ich mal. Ne? Sonst würde er das nicht machen. Acra Catless ist schon. Ja. Ne? Ja, ja. Genau. Hier sind die Hauptcuts drin, 2x400. Mit der Überwachung auch für die OPFs und die haben das halt über Software schon deaktiviert, dass der keinen Alarm schlägt. Und wenn gleich die Catless Downpipes drin sind, dann gibt's richtig Sound auf die Fresse. Perfekt. So, da ja jetzt hier die Überwachung für die OPFs ist, wo der halt den Druck misst auch, ne? Hat uns sowas Akapovic beigelegt. Oh, sorry, warte, zeig noch mal ganz kurz. Ich habe das jetzt nicht richtig. Was ist das? Das hat uns der Mechaniker gerade erklärt. Wird nämlich hier reingetan. Das wird nämlich hier in den Schlauch reingestopft, damit er da nicht so rumwabbelt. Und für den anderen kommt die andere Seite rein. Das sind ja zwei Seiten. Ja? OPF-Drucksensor. OPF-Drucksensor, genau, zwei Stück hier. Beide werden dann mit einem Kabelbinder zusammengesteckt. Und dann flattern die da nicht so rum. Ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn die rumflattern, weil wenn die an den Cut kommen, der sehr viel, der ja auch teilweise 800 Grad hat, ne? Ist das so. Dann kann das auch wegschmoren, ne? Ja. Das ist neu, das war früher nicht. Aber früher gab es auch kein OPF. Ja gut, hier sind halt die Serien-Cuts, ne? Ja. 2x400er Cut. Und die sind gleich nicht mehr. Ja, wir gehen von 400 auf 0, ne? Auf 0, ja. So, Wagen hat ja keinen Kaltstart. Wagen hat keinen Kaltstart. Genau, Kaltstart wurde rausprogrammiert. Die Burbles wurden auch ausprogrammiert. Bis 3000. Bis 3000 sind sie drin. Also das heißt noch weniger als Serie. Mhm.
Der Kunde hat aber gesagt, eventuell wird er gleich mal fürs Video einfach zum Zeigen einmal die Burbles reinprogrammieren. Ich würde sagen, ich fahre den jetzt raus, dann mache ich eine Probefahrt und dann machen wir euch anschließend mit dem Datenstand jetzt aktuell so wie es ist, wie wir den auch reingefahren haben, einen Soundcheck. Ja. Und eventuell, wenn wir das zeitlich noch hinkriegen, noch einen Soundcheck mit Burbles. Genau. Ne? Aber wird trotzdem sieht, schon so krass sein, denke ich. Ja, jetzt, auf jeden Fall. Aber wie man sieht, mit Klappe zu ist das Ding noch leise, ne? Du hörst gar nichts. Ist wie Serie. Ist aber gut. Ja klar. Ne? So soll es ja sein. Du willst ja auch leise fahren. Genau. Ne? Weil dafür haben wir ja die Klappe. Richtig. Ne? Wir haben ja nicht die Klappe nur, um Brustschnauze zu haben. Fall. Aber ungewohnt ohne Burbles. Ja, richtig ungewohnt. Sehr ungewohnt. Ne? Da fehlt irgendwie ein bisschen, bisschen. Was, ne? Da fehlt ein bisschen Würze. Ja, aber trotzdem Sound. Auch Geruch ist sehr geil gerade. Ja. Also riecht, hört sich vor allen Dingen. Riecht sich sehr gut. Riecht sich sehr gut, auf jeden Fall. Teilweise Abgase, teilweise noch frische Downpipe. Ja. Ne? Gib nochmal Gas vielleicht hier. Ja. Nice. Wie der Kunde uns gesagt hat, bis 3000 hat die Burbles drin gelassen, danach hat er weggenommen. Ja, ich weiß nicht, sollen wir nochmal programmieren und mit Burbles hinterher schieben den Soundcheck? Kann man machen, ne? Wie du willst. Ja, so. Wie du willst. Ja. Wenn der Kunde Bock hat, machen wir es. Ja. Soll der Kunde entscheiden. Kunde hat jetzt noch mal eben kurz ratzfatz geflasht, hat die Burbles noch mal angehoben in der Software. Auf Maximum. Auf Maximum. Und ich glaube, das wird sehr laut. Ich bin gespannt. Ciao OPF. Das ist schon heftig. Ciao ey. Leben. Aber so ist am geilsten. Weiß am geilsten, aber es ist geil. Ja, ist schon nicht. Auf jeden Fall nice, ne? Auch wenn ich manchmal so Tage habe, wo ich mir denke, boah, gar keinen Bock. Ja. Aber dass man das sowas haben kann, ist schon geil. Genau, das ist halt der Vorteil, wenn du halt auch selber machen kannst, ne? Ja. Entweder über MHD oder über Bootmode, ja? Ja. Deswegen, das ist auf jeden Fall Vorteil, wenn du auf niemanden angewiesen bist, wenn du deinen eigenen Account hast und reingehen kannst und verändern kannst. Ja. Zack, zack, das hat jetzt keine Minute gedauert, dann war umgeflasht. Mhm. Und das hat der Kunde jetzt extra für uns gemacht, damit wir das noch mit ins Video packen. Ja, und so schöne Grüße an den Kunden, auch ein korrekter Typ. Sehr netter Kunde. Sehr cool drauf. Sehr angenehmer Kontakt. Ja. Und hat er jetzt extra nochmal gemacht, damit wir das hier im Video zeigen können. Ja. So fährt er sicherlich nicht rum. Er wollte es einfach mal zeigen, was möglich ist. Genau. Und dafür Dankeschön. Das war's dann auch schon, würde ich sagen. Ne? Ja. Ihr wisst Bescheid. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Playlist abchecken. S55. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.